Zurück in unserer Wahlsondersendung. Heute ist Donnerstag, der 14. September und wir haben noch 10 Tage bis zur Wahl, auch bis zu Ihrer Entscheidung, wo Sie Ihr Kreuzchen machen. Heute ist bei mir der Abgeordnete von Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee, Stefan Liebig von der Linkspartei. Wir haben über Tegel gesprochen. Mhm. Nochmal klargestellt, erst wenn Schönefeld eröffnet ist, wird Tegel geschlossen. Und Sie sagten, die Eröffnung war schon nicht ganz rechtens, weil die Alliierten das beschlossen haben. Heute gibt es ja Verfahren, da muss man den Lärmschutz prüfen, da muss man auch ganz viel investieren in Dämmung, in Fenster und sowas alles. Das war damals alles nicht der Fall. West-Berlin war eine ummauerte Stadt und damals haben die Alliierten gesagt, wir entscheiden, da kommt der Flughafen hin. Und da ist er jetzt seit vielen Jahren, da freuen sich auch viele Leute und viele hängen auch in diesem Flughafen und ich verstehe das auch. Und denen sage ich, wir wollen ja gar nicht dieses Gebäude abreißen. Was dort passieren soll, ist, dass in dieses Gebäude viele neue tolle Sachen kommen, zum Beispiel die Beuth-Hochschule. Ich habe selber an der Technischen Fachhochschule, so hieß die Beuth-Hochschule, früher studiert. Ich weiß, wie die Räumlichkeiten im Wedding sind. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Entscheidung, die Beuth-Hochschule dorthin zu versetzen. Dann wird dort der zweitgrößte Park Berlins entstehen. Das ist doch eine feine Sache. Ein Riesenpark statt Beton und Krach und Lärm. Das sind alles Dinge, wo ich sage... Und Wohnhäuser. Wohnhäuser, ganz wichtig. Alle jammern, und zwar zu Recht, dass wir bei dem vielen Zuzug und den vielen Geburten zu wenig Wohnungen haben. Und dann sagen die Parteien, die uns kritisieren, dass das nicht schnell genug geht, aber nicht in Tegel. Also das sind so Verhinderungspolitiker, das mag ich nicht. Wir müssen tatsächlich bauen, bauen, bauen und Tegel ist dafür der richtige Ort. Sie haben gesagt, immer mehr Geburten. Sie kommen ja aus der, oder Ihr Wahlkreis Pankow, Prenzlauer Berg ist der geburtenstärkste Bezirk in Berlin. Herrlich. Wie kommt denn das? Ja, da wollte doch vor 30 Jahren keiner hin. Es ist einfach herrlich dort. Der Bezirk insgesamt ist sehr schön. Sie haben halt beispielsweise die Gegend um den Kollwitzplatz. Dort ist es sehr urban, man lebt in der Mitte der Stadt und dann kann man in die S-Bahn steigen und fährt ein bisschen und dann ist man in Berlin-Buch, dort sind Felder, dort grasen Büffel und man ist immer noch in Pankow. Das ist das Tolle an meinem Bezirk, man hat dort alles, Dörfer, Stadt, urbanes Leben, Natur und ich glaube, deswegen ziehen so viele Menschen dorthin und ganz ehrlich, auch wenn es Probleme gibt mit Wohnung. Das macht viele Kinder. Warum und wie die Menschen zu ihren Kindern kommen, würde ich jetzt hier nicht diskutieren, aber über das Ergebnis freue ich mich auf jeden Fall. Allerdings gibt es auch Herausforderungen, das will ich auch nicht leugnen. Die Schulen platzen aus allen Nähten. Wir haben zu wenig Kindergartenplätze, zu wenig Seniorenfreizeitstätten, zu wenig Jugendeinrichtungen. Da arbeitet unser Bezirksamt mit dem Bürgermeister Sören Benn, der übrigens von der Linkspartei ist, ganz engagiert dran und der rot-rot-grüne Senat auch. Aber klar, da gibt es im Moment auch Gemecker, weil vieles noch nicht so richtig klappt. Schulen, komme ich wieder auf ein Thema, Kooperationsverbot, ja. Was im Bundestag ja. Im Sommer, ich merke schon, heißes Thema. Mhm. Der Bund darf sich nicht um die Schulen in den Ländern kümmern. So steht es geschrieben. Ja. Was wollen Sie? Wollen Sie das aufweichen? Wollen Sie das verändern? Wollen Sie es aufheben, damit der Bund auch mehr Geld für die Schulen in Berlin gibt? Ganz oder ehrlich, was? Ich halte das für blühenden Unsinn. Ich weiß, da gibt es eine Tradition, die durch das Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland entstanden ist. Und das Gefühl, Föderalismus ist gut und Zentralismus ist schlecht, das sitzt ganz und fest. Die Übertreibung in diesem Fall ist noch besser. Das sitzt ganz fest in den Köpfen. Aber ehrlich, wenn ich im Ausland bin und Leuten erzähle, dass bei uns Bildung Ländersache ist, das verstehen die überhaupt nicht. Ich bin für klare Standards, die in allen Bundesländern gelten. Und ich bin dafür, dass der Bund natürlich sich finanziell daran beteiligen kann. Ich meine, Bildung ist die wichtigste Ressource in unserem Land. Und wenn wir Geld auf Bundesebene haben durch ein gutes Wirtschaftswachstum, das wäre doch total klug, ein mega Bildungsförderungsprogramm zu machen. Und dann gibt es dieses bescheuerte Wort Kooperationsverbot. Das muss man sich mal. Was keiner weiß, worum es geht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass das Grundgesetz auf Betreiben einiger Bundesländer verhindert, dass die Bundesregierung mehr Geld in Bildung steckt. Und unser Berliner Senat hat gerade eine Bundesratsinitiative gestartet, dieses Kooperationsverbot aufzuheben. Ich bin unbedingt dafür. Unsere Fraktion im Bundestag ist auch dafür. Dieser Quatsch muss endlich beendet werden. Wer ist denn da mit Ihnen auf einer Seite? Das wird ja im nächsten Bundestag entschieden. Da sitzen Sie wieder drin. Da sind Sie ja alleine, schaffen Sie das nicht. Da haben Sie 50 Abgeordnete wahrscheinlich. Ehrlich gesagt ist es so, man würde sogar im Bundestag parteiübergreifend eine Mehrheit bekommen. Das Problem ist, dass das der Bundestag, wahrscheinlich. Also SPD, Grüne, Linke mit einer großen Mehrheit, CDU, CSU einige. Das Problem ist, wir können das nicht alleine entscheiden. Das muss im Bundesrat entschieden werden. Und im Bundesrat gibt es einige Länder, ich nenne mal Bayern, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen auf unserem Recht beharren. Bayern argumentiert so. Die sagen, der Föderalismus in der Bildung führt zu Wettbewerb. Und da zeigt sich, wer das beste Schulsystem hat. Und Überraschung, das sind wir. Und jetzt sage ich Ihnen, was die Bayern dabei
dabei vergessen. Die haben zwar bei den Abiturnoten die besten Leistungen, aber Bayern ist auch das Land, wo die soziale Durchlässigkeit am geringsten ist. Das heißt, Kinder aus ärmeren Elternhäusern haben in Bayern die schlechtesten Chancen, Abitur zu machen. Und das ist ja auch ein Problem. Und deswegen finde ich, ja, wir brauchen bundesweite Standards. Und da müssen wir leider die Bundesländer erstmal überzeugen. Bleiben wir mal beim Bundesrat. Da gibt es ja sehr viele grüne Beteiligungen. Es gibt ein Land mit linker Führung, das ist Thüringen. Das ändert sich so schnell wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber es gibt eine Reihe von rot-rot-grünen Ländern. Kriegen Sie die Mehrheit nicht hin? Leider nicht. Das reicht noch nicht aus. Also wir mit der Linksparteibeteiligung aus Berlin, Brandenburg und Thüringen allein kriegen das nicht hin. Es ist manchmal auch so, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Ich weiß die Position von Baden-Württemberg jetzt im Moment nicht. Aber früher war Baden-Württemberg bei der Frage im Kooperationsverbot immer auf der Bremserseite. Ob sich das jetzt mit Winfried Kretschmann geändert hat, müsste ich nachgucken. Aber ich fürchte, nein. Das heißt, es ist nicht allein die Parteifarbe, die also da bestimmt. Also wir werden von Ihnen im neuen Bundestag mit Sicherheit eine Rede hören, Kooperationsverbot absolut abschaffen. Absolut. Wer ist dafür, hebe die Hand. So, also, ja, wenn es so ja, einfach wäre. So ähnlich. Also unsere Fraktion wird das wieder beantragen. Tegel war ein Thema, auf das wäre ich so ohne weiteres nicht gekommen, wenn ich mir den Wahlkreis angucke. Pankow ja, aber Prenzlauer Berg eher wohl nicht. Ja, was bedrückt die Leute noch? Ich bin ja Außenpolitiker und früher war es so, wenn ich über Außenpolitik gesprochen habe, haben die Leute ein bisschen mit den Augen gerollt und gesagt, Luxusproblem weit weg. Das hat sich total geändert. Also ich werde im Wahlkampf immerzu angesprochen, wie wird die Welt sich entwickeln mit Donald Trump, mit Putin, wo geht das alles hin? Die Frage auch gestellt, gibt es Krieg? Absolut. Also gerade die Zuspitzung zwischen Nordkorea und den USA, das ist ja eine reale Gefahr, dass hier wieder Atomwaffen eingesetzt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Aus Pyongyang kommen unfassbare Provokationen und wie reagiert Donald Trump darauf? Er sagt, er wird mit Zorn und Ärger reagieren auf eine Weise, die die Welt noch nicht gesehen hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich haben Leute da wieder Angst. Das ist ein bisschen wie in den 80er Jahren. Und da werde ich gefragt, was schlagen Sie vor? Und meine Antwort ist, wir müssen als Deutsche das tun, was wir können. Nämlich zum einen, wir exportieren auf Platz 3 der Welt Waffen. Nach USA und Russland, vor China exportieren wir Waffen. Jedes dieser Gewehre, dieser Panzer, dieser Pistolen, die werden irgendwo eingesetzt, in irgendeinem Krieg. Leute fliehen, kommen dann zu uns und dann ist hier das Geheule groß. Also Waffenexporte müssen beendet werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Forderung. Das wird aber viele Firmen in der Bundesrepublik werden das nicht so gerne haben. Jawohl, aber die müssen ja von uns die Wahrheit hören, was wir wollen. Ich glaube, deutsche Ingenieure können vieles Tolles entwickeln. Das müssen keine Panzer und Raketen sein. Wir werden doch sicher was Besseres haben als so etwas. Und ich sag mal, wenn in Oberndorf am Neckar, in dieser idyllischen Gegend, wo die Firma Heckler & Koch ihren Hauptsitz hat, dann Züge ankommen mit Flüchtlingen, dann wundern sich die Leute. Aber das eine hat mit dem anderen etwas zu tun und das muss man im Wahlkampf auch klar sagen. Bleiben wir mal bei der Außenpolitik, ja, was Sie beschäftigt. Krieg oder Frieden, Nordkorea. Und haben die Leute wirklich Angst vor einem Krieg oder ist das mehr eine Wissensfrage? Erklären Sie uns doch mal die Zusammenhänge. Das hat sich wirklich geändert. Ich fühle mich wirklich erinnert an die Zeit, ich war damals noch ein Kind, als der Kalte Krieg tobte. Da habe ich in meiner Jugend in einer Illustrierten in der DDR so Fotomontagen gesehen, wo ein einstürzender Eiffelturm und so. Und da wurde der Krieg zwischen den beiden großen Mächten illustriert. Dann hatten wir lange eine Phase, wo alle dachten, jetzt wird alles immer besser. Und jetzt dreht sich das. Wir lesen nur noch von Aufrüstung. Überall. Es wird überall aufgerüstet. Abrüstungsverträge, die wir hatten, wie beispielsweise mit dem Iran, die werden von den USA wieder in Frage gestellt. Das ist doch eine irre Entwicklung. Das merken die Leute. Die sind nicht alle so gut informiert, aber die merken, hier spitzt sich was zu. Das wollen wir nicht. Da ist uns unbehaglich. Und dann fragen sie, was wollt ihr tun? Und dann gebe ich die Antworten. Und dann gebe ich weiter eine Frage. Will denn die Linke nach wie vor aus der NATO deswegen austreten? Nicht unmittelbar deswegen, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es hilft. Denn ich nehme mal die Zuspitzung, die wir auf unserem Kontinent haben. Auf der einen Seite die westlichen Staaten, auf der anderen Seite Russland. Russland hat in den letzten Jahren viel falsch gemacht. Die Annexion der Krim, das Agieren im Osten der Ukraine, das ist alles nicht richtig. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Im Moment werden Truppen in die Nähe der russischen Grenze verschoben, Russland seinerseits auch. Wir haben einen Abbruch mit der Bundeswehr. Mit der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat sich wieder in Richtung der russischen Grenze bewegt.
Weg. Das muss man sich mal überlegen. Diplomatische Kanäle, die wir hatten, werden gestoppt. G8, das G7, NATO-Russland-Rat wurde suspendiert. Das ist alles ein Irrsinn. Wir sagen, ja, Russland hat falsch gehandelt, aber die Frage ist doch jetzt, wie kommen wir da raus? Und da müssen wir mehr Gespräche haben, da müssen wir die Sanktionen abbauen. Und die NATO stört dabei. Im Osten der Ukraine hilft nicht die NATO. Da gibt es eine andere Organisation, die hilft, das ist die OSZE. Und neuerdings redet man auch wieder über die UNO. Das sind die richtigen Organisationen. Die NATO ist im Kalten Krieg übrig geblieben, als der Warschauer Vertrag schon weg war. Ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Das sind die Thesen von Stefan Liebig. Er ist Bundestagsabgeordneter und Kandidat im Wahlkreis Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee. Und wenn Sie davon überzeugt sind, dann machen Sie das Kreuz bei ihm. Das war Werbung in Ihrer Sache. Und ich bedanke mich, dass Sie da waren. Mhm. Sie haben noch 10 Tage zu kämpfen. Und dann heißt es, mal sehen, was am 24. abends dabei rauskommt. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Morgen Abend, Freitag, ist bei uns Gregor Gysi und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Bis dahin, für heute herzlichen Dank und tschüss.